Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bereits seit Wochen protestieren immer wieder Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD. Auch heute gab es mehrere Demonstrationen. Die größte Kundgebung fand in Hamburg statt, wo nach Polizeiangaben bis zu 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Straße gingen. Auch in Dresden folgten mehrere tausend Menschen dem Aufruf eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses. Hannelie Marx und ihre Freunde auf dem Weg zur Demonstration in Dresden. An der Landtagswahl in Sachsen im September und an der Kommunalwahl im Juni darf die 17-Jährige noch nicht teilnehmen. Ich verpasse dieses Jahr knapp die Wahlen mit meinem Geburtstag. Und die Demonstration hier ist sozusagen die einzige Chance, dass ich meine Meinung zeigen kann. Sie wünscht sich eine offene Gesellschaft ohne Rechtsextremismus. Die Demonstranten wollen eine Brandmauer gegen den Rechtsruck bilden. Diesem Motto sind auch in Hamburg Zehntausende gefolgt. Mit einem Konzert dabei die Hamburger Band Deichkind. Die Abgrenzung gegen rechts sei wichtig, so die Transformationsforscherin Maja Göpel. Die Brandmauer müsse aber auch durchlässig sein für jene, die sich nach rechts verirrt hätten und die wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren wollen. Deshalb ist diese willkürliche Zuschreibung von was ist rechts und links etwas, was uns nicht besonders gut hilft. Wir müssen uns schon die Mühe machen zu sagen, wie können wir Unzufriedenheit und Wut auffangen und besser einbinden wieder in die Gesellschaft. In Dresden haben nach Angaben des Veranstalters 20.000 Menschen demonstriert, 5.000 waren angemeldet. Die Polizei nennt auf Anfrage keine Zahlen. Hannelie Marx findet, hier in Dresden wurde mit der Demonstration ein eindeutiges Zeichen gegen rechts gesetzt. Das macht mich natürlich stolz. Die Gemeinschaft gibt einem natürlich Motivation, man kämpft für eine Sache und das ermutigt einen, da mehr draus zu machen. Sie will in Zukunft öfter auf Demonstrationen gehen, denn die anstehenden Wahlen in Sachsen beunruhigen sie sehr. Bundesaußenministerin Baerbock hat ihren Besuch in der Ukraine in Mykolaiv abgeschlossen. Sie sagt in dem Land erneut langfristige Hilfe zu. 2 Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges ist sich die Bundesregierung darüber einig, dass die Ausgaben für Verteidigung dauerhaft erhöht werden müssen. Umstritten ist in der Koalition aber, an welchen anderen Stellen dieses Geld eingespart werden soll. Die Außenministerin im südukrainischen Mykolaiv. Baerbock kündigt an, Deutschland werde die humanitäre Hilfe für das Land um weitere 100 Millionen Euro aufstocken. Mykolaiv ist immer wieder Ziel russischer Luftangriffe. Auch heute wieder Alarm. Baerbock muss ihren Besuch wegen eines drohenden russischen Angriffs vorzeitig abbrechen. Im Bericht aus Berlin sagt die Außenministerin der Ukraine auch künftig Unterstützung zu. Wir stehen an der Seite der Ukraine, solange sie uns braucht. Wir haben dafür Sicherheitsgarantien für die nächsten 10 Jahre gegeben. Militärische zur Selbstverteidigung, aber gerade auch wirtschaftliche und humanitäre. 2 Jahre Krieg in der Ukraine, das bedeutet auch 2 Jahre Zeitenwende in Deutschland. Die Bundeswehr wird mit einem 100 Milliarden Euro Sondervermögen ausgestattet. Erstmals seit Jahrzehnten gibt Deutschland dadurch wieder die von der NATO geforderten 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Doch noch ist nicht klar, wie es weitergeht, wenn das Sondervermögen ausgegeben ist. Finanzminister Lindner spricht sich dafür aus, bei Sozialausgaben und Subventionen zu sparen, um mehr Geld in Verteidigung investieren zu können. Wenn es uns gelänge, mal 3 Jahre mit dem auszukommen, was wir haben, dann wäre das ein ganz großer Schritt zur Konsolidierung, sagt der FDP-Chef im ZDF. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hält das für den falschen Weg. Wenn zum Beispiel jeder 5. Arbeitnehmer das Bürgergeld braucht, um seinen Lohn aufzustocken, dann sehen wir, wo die Probleme sind. Deswegen kann ich auch nur dem Finanzminister empfehlen, genau hinzuschauen. SPD und Grüne wollen stattdessen die Schuldenbremse aufweichen, etwa indem Verteidigungsausgaben künftig nicht mehr darunter fallen. Doch das wiederum lehnt bislang die FDP ab. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor 2 Jahren sind nach Angaben von Präsident Selenskyj 31.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Es ist das erste Mal, dass die Ukraine dazu offizielle Zahlen nennt. Unabhängig überprüfen lassen sie sich nicht. Viel höhere Angaben von russischer oder amerikanischer Seite wies Selenskyj zurück. Es seien nicht 100.000 oder 300.000 tote Soldaten.
In Belarus haben heute Parlaments- und Kommunalwahlen stattgefunden, von denen aber die meisten Oppositionsparteien ausgeschlossen waren. Westliche Wahlbeobachter waren nicht zugelassen. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Tichanowskaja hatte zu einem Boykott aufgerufen. Belarus hat etwa 9,5 Millionen Einwohner. Machthaber Lukaschenko ist seit 1994 im Amt und regiert das Land autoritär. Massenproteste nach seinem angeblichen Wahlsieg 2020 wurden brutal niedergeschlagen. Die EU erkennt diesen Sieg nicht an. Opposition und Zivilgesellschaft werden unterdrückt. Als Alexander Lukaschenko kommt, haben seine Wahlbeobachter längst Haltung angenommen. Parlamentswahl in Belarus. Es ist die erste landesweite Abstimmung seit den Massenprotesten von 2020 und eine Wahl ohne Wahl. Denn Opposition ist nicht zugelassen. Westliche Medien sind nicht erwünscht. Wie könne man von Wahl reden, wenn die Opposition in Haft sitzt, sagt Tatjana Chomitsch. Wir treffen sie in Litauen. Ihre Schwester ist Maria Kolesnikova, eine der Anführerinnen der Proteste von damals und die bekannteste politische Gefangene in Belarus. Seit 3,5 Jahren ist sie in Haft. Seit einem Jahr hat Tatjana nichts mehr von ihr gehört. Sie halten sie in vollkommener Isolation. Man nennt das incommunicado, die härteste aller Foltermethoden. Der Staat will sie brechen und er will, dass die Leute Maria und die anderen politischen Gefangenen vergessen. Für seine Gegner im Exil hat Lukaschenko heute eine wenig überraschende Nachricht. Sagen Sie denen, dass ich nochmal antrete. Und je mehr sie uns zu stören versuchen, desto schneller werde ich es machen. Die Präsidentenwahl soll im kommenden Jahr stattfinden. Kaum vorstellbar, dass es erneut Massenproteste gibt. Zu groß ist die Angst. Menschenrechtler schätzen die Zahl der politischen Häftlinge in Belarus auf mehr als 1400. Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben vergangene Nacht erneut Stellungen der islamistischen Houthi-Miliz im Jemen attackiert. Damit reagierten sie auf weitere Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe. Die Miliz beschießt seit Wochen Frachter auf der für die Seefahrt wichtigen Route durch den Golf von Aden und das Rote Meer. Die jüngsten Gegenschläge trafen den USA zufolge Ziele an 8 Orten im Jemen, unter anderem in der Hauptstadt Sanaa. Die USA und Großbritannien haben gestern Nacht erneut Stellungen der Houthi im Jemen angegriffen. Laut US-Militär wurden 18 Ziele getroffen, darunter Waffen- und Raketenlager sowie Luftabwehrsysteme, auch in der Hauptstadt Sanaa. Damit soll die vom Iran unterstützte und schwer bewaffnete Houthi-Miliz daran gehindert werden, ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer fortzusetzen. Mit ihren Angriffen wollen die Houthi die Terrororganisation Hamas unterstützen. Die jemenitischen Streitkräfte und das Volk werden weiterhin ihre religiösen, moralischen und humanitären Pflichten gegenüber dem palästinensischen Volk erfüllen. Und ihre militärischen Operationen werden nicht aufhören, solange die Aggression nicht beendet und die Belagerung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen nicht aufgehoben ist. Tausende Demonstranten zogen vorgestern durch Sanaa, riefen Parolen gegen Israel und die USA. Der Krieg zieht immer wieder die Menschen im Jemen auf die Straße, denn ein Großteil der Bevölkerung solidarisiert sich mit den Palästinensern im Gazastreifen. Eure Angriffe werden uns nicht einschüchtern. Wir werden die Menschen in Gaza weiterhin mit all unserer Kraft unterstützen. Unterdessen droht im Roten Meer eine Umweltkatastrophe. Dieses Satellitenbild zeigt einen fast 30 Kilometer langen Ölteppich. Vor einer Woche war der Frachter Rubima durch mehrere Raketen der Houthi stark beschädigt worden und droht zu sinken. Mehr als 40.000 Tonnen Dünger könnten ins Meer laufen. In Polen protestieren Bauern gegen Umweltauflagen der EU. Außerdem wenden sie sich gegen die zollfreie Einfuhr von Getreide aus der Ukraine, weil sie dadurch den Verkauf ihrer eigenen Produkte bedroht sehen. Blockiert wird auch ein Grenzübergang nach Deutschland an der Autobahn von Berlin nach Warschau. Zusätzlich wollen auf der Stadtbrücke zwischen Frankfurt-Oder und Suibice am Abend auch deutsche Bauern protestieren. Es sieht aus wie ein autofreier Sonntag auf der Autobahn zwischen Deutschland und Polen. Es sind polnische Bauern aus der Region, die am Mittag den Grenzübergang bei Frankfurt-Oder dicht gemacht haben. Damit wollen sie auf ihre Lage aufmerksam machen.
Heute kostet der Weizen an der Börse in Paris unter 200 Euro die Tonne. Vor 2-3 Wochen lag er noch bedeutend höher. Und 2023, nach der Ernte, war er noch bei 250 Euro pro Tonne. Die polnischen Bauern machen dafür auch die Einfuhr von preisgünstigen Agrarprodukten verantwortlich, Getreide aus der Ukraine etwa. Und auch die Umwelt- und Klimaschutzauflagen der EU wollen sie nicht hinnehmen. Seit Wochen schon protestieren sie deshalb. Anfang Februar etwa blockieren sie gemeinsam mit deutschen Bauern den Grenzübergang bei Küstrin-Kietz. An der Grenze bei Frankfurt-Oder soll der Bauernprotest bis mindestens Montagmittag laufen. Wir protestieren jetzt heute 24 Stunden lang. Wenn das keinen Erfolg bringt, wird der Protest deutlich länger dauern. Zur Unterstützung des polnischen Protests auf der Autobahn wollen deutsche Bauern und Handwerker ab dem späten Abend auch die Stadtbrücke in Frankfurt-Oder blockieren, zumindest zeitweise. Die französisch-senegalesische Filmemacherin Mati Diop hat den Hauptpreis der Berlinale gewonnen, den Goldenen Bären. In ihrem Dokumentarfilm Dahomey geht es um die Rückgabe von Raubkunst an Afrika. Der Silberne Bär für das beste Drehbuch ging bei der Preisverleihung gestern Abend an den deutschen Regisseur Matthias Glasner für seinen Film Sterben. Das Drama erzählt den Alltag einer zerrütteten Familie. In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund gegen Hoffenheim mit 2:3 verloren. Es ist die erste Niederlage in diesem Jahr für die Borussia. Zuvor hatten sich Frankfurt und Wolfsburg mit 2:2 getrennt. Der VfL Wolfsburg in den grünen Trikots, in diesem Jahr weiter sieglos, geht in der zweiten Spielminute in Führung. Zunächst trifft Kapitän Maximilian Arnold den Pfosten, dann setzt Jonas Wind nach und dessen Flanke verwertet Lacroix zum 0:1. Die erste nennenswerte Aktion führt auch direkt zum ersten Treffer. Frankfurt gleicht nach 14 Minuten aus. Torschütze ist Philipp Max vor 56.500 Zuschauern. Die Gäste gehen nach 36 Minuten erneut in Führung, wieder per Kopf. Diesmal durch Kevin Behrens. Das 1:2 ist auch der Pausenstand. Die zweite Hälfte beginnt mit einer 7-minütigen Unterbrechung. Frankfurter Fans protestieren gegen Vereine wie Wolfsburg, die von der 50-plus-1-Regel ausgenommen sind. Der späte Ausgleich für die Gastgeber fällt dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Marmoush rettet mit seinem 10. Saisontor der Eintracht einen Punkt. Die Tabelle: Leverkusen auf Platz 1 vor München, dahinter Stuttgart, Dortmund auf Platz 4, Frankfurt ist 6. vor Hoffenheim. Wolfsburg belegt Rang 12, in der Abstiegszone Köln vor Mainz und Schlusslicht Darmstadt. Deutscher Dreifacherfolg bei der Bob-WM in Winterberg. Francesco Friedrich siegte vor Adam Amour und Hansi Lochner. Friedrich zeigte sich auf den Punkt in Topform. Mit Anschieber Alexander Schüller war er schnell am Start und verbesserte in 3 der 4 Läufe den Bahnrekord. Unter dem Jubel seiner Familie feierte Friedrich den 8. Titel im kleinen Schlitten. Adam Amour vom BRC Thüringen fuhr mit seinem Anschieber und Bruder Issam bei seiner ersten Weltmeisterschaft gleich auf das Podest. Titelverteidiger Hansi Lochner kam auf Platz 3. Zuvor hatte Monobob-Pilotin Laura Nolte Gold geholt. Die Lokalmatadorin fuhr am 2. Tag noch von Platz 4 nach ganz vorne und verteidigte damit ihren Titel. Nolte verwies Elana Meyers-Taylor aus den USA und Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen auf die Plätze. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. Februar. Das Tief über der Biskaya bestimmt unser Wetter morgen in der Westhälfte, ab Dienstag dann im Süden und Osten. Heute Nacht ist es meist trocken und zum Teil klar. Später breiten sich im Westen und Südwesten Wolken aus, die gebietsweise Regen bringen. Morgen ist es im Osten teilweise aufgelockert, sonst oft stark bewölkt. Der Regen im Westen und Südwesten wird im Verlauf aber seltener. Heute Nacht kühlt es auf 6 bis minus 3 Grad ab. Morgen Höchstwerte von 6 bis 14 Grad. Am mildesten wird es in Südbaden. Am Dienstag in der Nordwesthälfte Sonne, Wolken, anfangs auch Nebel. Im Süden und Osten meist dicht bewölkt und etwas Regen. Am Mittwoch ähnliches Wetter. Am Donnerstag im Westen und Norden häufig Sonnenschein. Sonst noch einige Wolken, aber meist trocken.
Die Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Jessie Wellmer fragen, wie es 2 Jahre nach ihrer Ausrufung um die Zeitenwende steht. Und wir schauen nach Brasilien, wo Ex-Präsident Bolsonaro, gegen den wegen Putschvorwürfen ermittelt wird, seine Anhänger mobilisiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.